Flo, starkes Hallo, meine Lieben. Ja, ich spiele nun jetzt schon seit meinem 8. Lebensjahr Klavier. Aber wisst ihr, was mich schon immer gestört hat? Dass ich mein Instrument nicht einfach unter den Arm nehmen und überall mit hinnehmen kann. Wie zum Beispiel eine Gitarre. Oder die Flöte. Oder die Mundharmonika. Rasseln sind auch ganz praktisch. Wie toll wäre das, wenn ich meinen Flügel einfach klein zaubern könnte? Das wäre toll, oder? Dann wären meine Finger nur leider jetzt zu dick. Es gibt aber tatsächlich ein Instrument, was dem Klavier zumindest ähnelt. Es hat auch schwarze und weiße Tasten. Kennt ihr sicherlich. Es ist das Akkordeon. Auch Ziehharmonika, Schifferklavier und Handklavier genannt. Oder Heimatluftkompressor, kein Witz. Vielleicht lerne ich dieses transportable Instrument ja auch mal spielen. Wer weiß. Wie ihr ja vielleicht wisst, war ich letztens in Trossingen und habe erfahren, wie eine Mundharmonika hergestellt wird. Gleichzeitig habe ich viel über die Quetschkommode gelernt, denn in der Klangerzeugung sind sich diese beiden Instrumente doch sehr ähnlich. Aber seht selbst! Als erstes besuche ich noch einmal das Deutsche Harmonikamuseum. Denn hier lacht mich direkt ein besonderes Akkordeon an. Mal sehen, was passiert, wenn ich in dieses Gerät eine alte D-Mark-Münze einwerfe. Die Walze dreht sich schon mal. Wow, Leute, ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich erschrocken habe. Das Ding ist einfach unfassbar laut. Es ist quasi wie eine Musicbox. Kommt, wir schauen mal hinein. Das Schwungrad betätigt die Blasebalge des Akkordeons. Die Trommeln und das Becken werden ebenfalls mit einer ausgefeilten Mechanik zum Klingen gebracht. Alle Informationen für das Lied befinden sich als Lochstanzungen auf der Papierrolle. Zu vergleichen ist das mit einer Spieluhr, nur in riesengroß. Jetzt schaue ich mir das Innenleben eines Akkordeons einmal genauer an. Auf einem Akkordeon kann man nicht nur Einzeltöne über die Tastatur spielen, sondern gleichzeitig mit den Knöpfen auf der anderen Seite Akkorde, wovon der Name für das Instrument auch abgeleitet ist. Ein Akkord besteht aus mindestens drei Tönen, die gleichzeitig erklingen. Ähnlich wie bei der Mundharmonika werden alle Töne durch die freischwingenden Stimmzungen erzeugt. Allerdings pustet man hier nirgends hinein, sondern der Luftstrom wird mit Hilfe des Blasebalges in der Mitte durch Ziehen und Drücken erzeugt. Wie ich selber feststellen muss, ist ein Akkordeon ganz schön schwer. Selbst für mich. Gut, dass es mittlerweile auch Anfängerinstrumente für Kinder gibt. Beim Musikinstrumentenhersteller Hohner durfte ich mir anschauen, wie so ein kindgerechtes Akkordeon gebaut wird. In so einem Wagen liegen die Einzelteile für den Bau von etwa 10 bis 15 Akkordeons. Die Art der Herstellung ist ziemlich neu. Denn die traditionelle Produktion ist wesentlich komplizierter und dauert normalerweise viel länger. Zuerst werden die beiden Diskant-Stimmstöcke auf die Tastenunterträger montiert. Mit Diskant bezeichnet man die komplette rechte Seite des Akkordeons mit der Tastatur. Mit ihr werden die Melodietöne gespielt. Diese blauen Hebel, worauf nun die Tastatur befestigt wird, geben den Luftstrom für die Stimmzungen frei. Sie befinden sich zwischen Tastatur und Unterträger. Jeder Ton hat zwei Stimmzungen, die auf Zug und Druck reagieren. Nachdem die Pianotastatur angebracht wurde, wird nun jeder einzelne Ton mit Luftstrom getestet und auf Dichtigkeit geprüft. Ich lasse es mir nicht nehmen, meinen eigenen Funktionstest durchzuführen. Klingt doch gar nicht schlecht. Bevor es nun in die Endmontage geht, werden die Bassstimmstöcke, ähnlich wie beim Diskant, auf die Unterträger geschraubt. Wenn man später die Knöpfe drückt, ertönen die Grundbässe oder die passenden Dur- und Mollakkorde. Jetzt seht ihr auch noch mal genauer die einzelnen Stimmzungen im Stimmstock. Die Zungen werden durch den Luftstrom, den später der Blasebalg erzeugt, zum Schwingen gebracht. Zu guter Letzt werden alle Baugruppen, der Diskant, der Blasebalg und der Basskörper vereint. Bevor das Akkordeon auf Reisen geht, wird es noch einmal geputzt und kontrolliert. Und ich klaue mir das jetzt, denn ich will nun wissen, wie gut Kinder damit umgehen können.
Theresa ist 6 Jahre alt und die Tochter einer HONA-Mitarbeiterin. Sie spielt seit 3 Monaten Akkordeon. Und das kriegst du auch alleine hin? Ja. Oh, dann zeig uns das mal. Für uns hat sie extra ein kleines Lied einstudiert. Das Flo-Team ist begeistert. Ich glaube, wenn das Theresa schon so gut hinbekommt, dann sollte ich es vielleicht auch noch lernen können. Ich habe das Akkordeon natürlich nicht geklaut, sondern einfach ausgeliehen bekommen. Und ich habe sogar schon ein bisschen was geübt und mal sehen, was ihr so sagt. In diesem Sinne, nicht vergessen, ein Flo im Ohr lauert überall. Bis zum nächsten Mal. Schenke unserem Flo dein Abo. Das wäre absolut Flo-stark.